Der Ideenwettbewerb Startup Impuls sucht jedes Jahr nach neuen Geschäftsideen und Erfindungen, die den Markt erobern könnten. Jetzt stehen die Preisträger des Jahres 2012 fest. Wer sie sind und was sie machen, weiß Bianca Bindbeutel. Jungunternehmern Mut machen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist das Ziel des Wettbewerbs Startup Impuls. Am Mittwoch haben die Sparkasse Hannover und Hannover Impuls die diesjährigen Gewinner prämiert. Sascha Klein hat für eine mechanische Fußtürklinke den Ideenpreis gewonnen. Sie soll in Krankenhäusern für Hygiene sorgen. Also wir sehen den Vorteil dort speziell bei der Benutzung durchs Personal, dass also zum Beispiel auch Krankheiten, die ja über die Türklinke verbreitet werden können, nicht weitergegeben werden. Oder das Personal mit dem Tablett in der Hand leichter durch die Tür gehen kann. Der von ProKlima gestiftete Branchenpreis ist an ein Internetportal gegangen, das Eigenheimbesitzer schnell und kostenlos über Sanierungsmaßnahmen informiert. Energieheldgründer Philipp Lüding sieht in dem Wettbewerb viele Vorteile. Das Gute ist natürlich zum einen die Finanzierung, das Preisgeld natürlich, aber vielmehr für uns auch wirklich die PR und auch sozusagen nochmal ein geprüftes Konzept zu haben, auch für weitere Finanzierungen. Das Team von CouchCommerce hat eine Plattform entwickelt, die Online-Shops automatisch und in wenigen Minuten in Apps für Tablets und Smartphones umwandelt. Gründerpreisgewinner Alexander Ringsdorf freut sich über das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Wir werden das ins Team investieren, das heißt, wir sind ja schon 7 Festangestellte jetzt, obwohl wir erst kürzlich gegründet haben im letzten Jahr. Und wir können das Geld natürlich gut gebrauchen, solange wir noch daran arbeiten, profitabel zu werden. 139 junge Unternehmer hatten sich mit ihren Geschäftskonzepten um 80.000 Euro Preisgelder beworben. Sebastian Meutzisch hat den Wissenschaftspreis für eine auf Ultraschall-Evitation basierende kontaktlose Lagertechnologie bekommen. Das Tolle daran ist, dass Sie keinen Kompressor mehr brauchen, der unter Umständen so einen ganzen Raum einnehmen kann, sondern das Ganze kann auch mit Batterien betrieben werden, beziehungsweise elektrischem Strom. Über 1.000 Gründungskonzepte wurden seit dem Start vor 10 Jahren beim Startup-Impuls-Wettbewerb eingereicht. 694 Unternehmen gingen aus den Ideen hervor. Insgesamt sollen so mehr als 2.300 Arbeitsplätze geschaffen worden sein.